Liebe Schachfreunde, allen erstmal ein gutes neues Jahr. Und für mich hat es auch gut angefangen, jedenfalls schachlich und sonst auch, kann ich sagen. Ich habe eine Partie gespielt, die ja gegen einen, kann ich sagen, sehr guten Gegner ich gewonnen habe auf der Schacharena. Ich habe sie jetzt aber hier auf Lichess transformiert, weil man da besser analysieren kann. Und ich zeige euch die Partie. Die lief nämlich so: E4, E5. Springer F3, Springer C6, alles ganz normale Züge. Und jetzt habe ich C3 gespielt, einer meiner Lieblingszüge. Hier ist es die Ponziani-Eröffnung. Die Ponziani-Eröffnung zielt darauf, hier den Vorstoß auf D4 vorzubereiten und ein starkes Zentrum mit den Bauern zu besitzen. Einer der Hauptzüge ist der, den er gespielt hat, nämlich Springer F6. Und jetzt kommt also der Vorstoß im Zentrum. Und er hat jetzt nicht ausgetauscht. Die meisten tauschen jetzt hier erstmal aus. Dann habe ich hier zwei starke Bauern im Zentrum stehen. Aber er hat die Dame gespielt. Aber ich habe jetzt nicht etwa den Bauern ausgetauscht. Den hat er jetzt zweimal verteidigt, sondern ich habe seinen Springer angegriffen. Und der Springer hat gar nicht mehr so viele Felder. Er muss praktisch zurück, wenn er nicht geschlagen werden will. Und darum ist er auch zurückgegangen, ist auch der beste Zug, sagt die Engine. Und jetzt steht er schon etwas ja, komprimiert hier, kann man sagen. Ich habe einem Läufer erstmal den Bauern gedeckt, der ist ja unbedeckt gewesen, von dem Springer angegriffen gewesen. Und er greift mein Zentrum an. Das Zentrum wollte ich gerne behalten, darum habe ich jetzt C4 gespielt, um den Bauern zu verteidigen und meinem Springer, der durch den C3-Zug ja nicht aus sein natürliches Feld konnte, hier dieses Feld eben wieder zu ermöglichen. Jetzt kam es hier zum Austausch und er hat aggressiv gespielt, nämlich Doppelangriff hier auf meinen Bauern und gleichzeitig Schach. Jetzt habe ich nicht so ganz richtig reagiert, ich hätte einfach ganz cool den Läufer dazwischen setzen können hier. Denn er kann ja mit der Dame den Bauern gar nicht schlagen. Und wenn er mit dem Springer schlagen würde, dann hätte ich ja seine Dame erobert. Das geht ja nicht. Aber ich dachte, ich müsste beides verteidigen, das Schach abdecken und den Bauern. Habe also meinen Springer hier auf ein eigentlich suboptimales Feld gespielt. Nicht meinen Bauern, meinen Springer. Aber schlimm ist es auch nicht gewesen. So, er spielt logisch weiter. Befestigt er seinen E-Bauern, eröffnet seinen weißfeldrigen Läufer die Angriffslinie und ich habe erstmal seine Dame vertrieben und rochiert und er fesselt meinen Springer. Ja, jetzt ist die Frage, wie man hier weiterspielt. Soll ich den Springer jetzt mit dem Bauern angreifen oder soll ich vielleicht irgendwie meine Dame rausspielen? Aber ich habe seine Dame angegriffen und zwar mit meinem Springer. Und dahinter stand schon ein gewisser Plan. Er ist mit der Dame jetzt zurückgegangen. Wenn er hier hingegangen wäre, dann hätte ich ihn einfach wieder angreifen können mit meinem Läufer. Also es war schon der richtige Zug, zurückzuziehen. Und jetzt habe ich seinen Springer angegriffen mit der Idee, meinen Turm jetzt hier auf die C-Linie zu bringen und in Opposition zu seiner Dame. Damit hätte hier ein Springerrückzug oder Abzug gedroht. Ich wollte also gar nicht unbedingt diesen Springer hier fesseln. Das Beste für ihn wäre jetzt gewesen, den Läufer rauszusetzen. Ich weiß nicht, warum er das nicht gemacht hat. Er hat stattdessen den Springer zurückgespielt. Vielleicht wollte er mit dem Springer irgendwie die Möglichkeit haben, hier hinzugehen. Aber hat er dann doch keinen Gebrauch von gemacht. Und es wäre auch, glaube ich, gar nicht so schlau gewesen. Den hätte ich sofort wieder mit dem Bauern angegriffen. So, jetzt habe ich also meinen Turm hier auf die C-Linie gesetzt. Und er muss mit der Dame weg. Das ist ganz klar. Die Dame steht natürlich jetzt nicht gut da. Und ja, jetzt habe ich den Springer zurückgespielt, um seinen Läufer anzugreifen und gleichzeitig aber dem Turm hier freie Sicht auf die ganze C-Linie zu geben. Und ich hatte noch eine andere Absicht damit. So, er muss den Läufer irgendwie da entweder verteidigen oder wegsetzen. Das Beste wäre gewesen, sagt die Engine, ihn gegen den Springer zu tauschen. Hätte mich aber auch in eine aktive Position gebracht. Ich hätte mit der Dame zurückgenommen. Und er hat sich gedacht, halte ich doch die Fesselung des Springers aufrecht und ist mit dem Läufer hier hingegangen. So, und jetzt könnt ihr euch ja überlegen, wie ihr jetzt weitergespielt hättet. Also, ich glaube, es ist deutlich, dass Weiß
besser steht. Die schwarzen Figuren stehen teilweise auf ganz schlechten Feldern, die Dame sowieso, aber die Springer stehen auch nicht gut. Der schwarzfeldrige Läufer ist nicht entwickelt. Noch keine Rochade möglich und wir werden gleich sehen, es gibt doch keine Rochade mehr in diesem Spiel für ihn. Weiß muss nur richtig weiterspielen und das ist mir hier, glaube ich, gelungen. Ich habe nämlich aggressiv weitergespielt, habe seinen Springer auf D7 gefesselt und damit eine weitere Absicht verbunden. Vielleicht könnt ihr das schon erkennen, nämlich eine gewisse Taktik, die mich in Vorteil bringt, auch in materiellen Vorteil. Er greift den Läufer an. Die Engine sagte hinterher, ich hätte den Läufer hier gar nicht zurücksetzen müssen, was ich gemacht habe, aber ganz falsch ist es auch nicht gewesen. So, und jetzt versucht er seinen zweiten Springer wieder ins Spiel zu bringen, aber eigentlich schon zu spät, denn ich habe jetzt den Springer geschlagen mit Schach, muss er praktisch nehmen und jetzt kommt der taktische Schlag. Ihr könnt ja mal sehen, ob ihr den findet, aber schwer ist er, glaube ich, nicht zu finden. Das war jedenfalls die Idee der ganzen Aktion. Ich habe mit dem Springer den Bauern geschlagen hier, einen wichtigen Zentralbauern von ihm, mit Schach und verdecktem Angriff auf seinen Läufer. Ja, was soll er machen? Er schlägt den Springer und ich schlage den Läufer. So, jetzt hat er wahrscheinlich richtigerweise versucht, seine Dame wieder irgendwie ins Spiel zu bringen, bietet da einen Tausch an, aber wenn man der aktiver stehende Spieler ist, dann will man die Damen in der Regel nicht tauschen. Also habe ich stattdessen Schach gegeben. So viele Felder hat der König gar nicht mehr. Wenn ihr da irgendwas miauen hört, das ist meine Katze oder eine unserer beiden Katzen, die will raus. Kannst du mal eben die Katze reinlassen? Ja, okay. So. Okay, die Katze interessiert sich nicht so für Schach. Okay, so, er mit dem König zurück. Ja, wie jetzt weiter? Und hier hatte ich folgenden Plan. Ich wollte gerne auf der C-Linie mit meinen Türmen Druck machen. Habe also Turmverdopplung vorbereitet. Vielleicht hätte ich den Turm statt auf C2 auf C3 setzen sollen. Das hätte ihm die Möglichkeit verwehrt, das zu tun, was er jetzt gemacht hat. Er ist nämlich mit dem Springer hier hin und wollte offensichtlich hier die Turmverdopplung verhindern. Aber ich habe den Bauern vorgespielt, damit verdeckter Angriff auf seinen Springer. Er nimmt den Bauern, hat also jetzt den Bauern zurückgewonnen, den ich eben gewonnen habe, aber er verliert ein wichtiges Tempo. Ich kann nämlich jetzt meine Türme verdoppeln. Und jetzt ist schon höchste Gefahr für seinen König. Wenn er nichts macht, irgendeinen Nullzug, dann ist es schon aus oder fast aus. Und darum hat er jetzt nochmal versucht, die Damen zu tauschen. Ja, und das ist jetzt die entscheidende Situation in dem Spiel. Weiß steht eindeutig besser, sagt auch die Engine, plus 7,6. Man muss nur den richtigen Zug finden. Was ist hier der richtige Zug? Überlegt mal einen Moment. Ich habe auch eine Weile überlegt. Das ganze Spiel ist gelaufen gestern Abend, am Silvesterabend. Und heute Morgen haben wir dann die letzten Züge gespielt. Das Spiel ist nämlich gleich aus. Der richtige Zug ist dieser hier. Bums. Opferung des Läufers mit Schach. Was kann er tun? Was er gemacht hat, war der richtige Zug, nämlich den Läufer dazwischen setzen. Nützt ihm aber auch nicht mehr viel. Ich habe den Läufer einfach geschlagen und dann hat er aufgegeben, völlig zu Recht. Denn wenn er jetzt zum Beispiel den Läufer nimmt, dann kommt Schach. Der König kann nicht mehr ausweichen. Das einzige Ausweichfeld, dieses hier, das besetzt ja die Dame. Also muss er nehmen und dann kommt Matt. Bums, zack. Selbst wenn es kein Matt wäre, würde ich ja nachher noch den Turm erobern, brauche ich aber gar nicht. Das ging also nicht. Was konnte er hier noch machen, nachdem ich den Läufer geschlagen habe? Er hätte vielleicht versuchen können, mit dem König noch abzuhauen. In dem Falle muss mal einen Moment überlegen, was ich denn gespielt hätte. Ich habe ja jetzt einen Läufer mehr. Ja, unter anderem wäre diese Möglichkeit gewesen, einfach die Damen tauschen. Wenn er nimmt, kommt hier der Schach. Er kann jetzt den Läufer nicht nehmen, er kann auch nicht hierhin. Er muss mit dem König praktisch hier hingehen.
So, dann habe ich den Läufer mehr. Könnte noch den Bauern nehmen, den Springer angreifen. Und das ist also auch klar gewonnen, das Spiel. Ich habe volle Mehrfigur und die weitaus aktivere Position. Wäre also auch aussichtslos gewesen. Und was wäre gewesen, wenn er an dieser Stelle den Läufer nicht dazwischen gesetzt, sondern meinen genommen hätte? Ja, dann hätte ich einfach Schach gegeben. Gleichzeitig Angriff hier auf den Turm. Und es gibt keine Möglichkeit, den Turm zu retten. So, und wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mit dem Läufer dazwischen geht, fällt der Turm. Und wenn er mit der Dame dazwischen geht, ja Gott, überlege gerade, ob ich dann die Dame überhaupt nehmen müsste. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dann könnte ich einfach so spielen. So. Was soll er machen, wenn er die Dame nicht verlieren will? Muss er den Turm nehmen? Dann könnte ich so spielen. Dann muss er nehmen. Und dann ist die Dame futsch und der Läufer fällt auch noch und der Springer wird auch nicht lange überleben. Also das Spiel war eindeutig verloren und darum war es völlig richtig, in dieser Situation hier aufzugeben. Ich habe mich über den Sieg gefreut. Rückspiel läuft schon, wenn das genauso interessant verlaufen sollte. Egal, ob ich gewinne oder verliere, dann zeige ich euch das gerne auch. Und erstmal, wie gesagt, allen noch ein gutes neues Jahr und viel Spaß beim Schachspielen.